Hallöchen, meine Damen und Herren. Bald ist ja Major, in ein bisschen was über einem Monat. Und in diesem Zuge wird man ja sicherlich auch wieder die Pick'em-Challenges machen können. Wirst du da mit dabei sein und vor allem, hast du das schon mal gemacht oder wird das deine allererste Pick'em-Challenge sein? Ich bin auf die zugerannt, wie ein Irre. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Diese Pick'em-Challenges sahen immer so aus, zumindest in Go, vielleicht sehen sie in CS2 dann anders aus. Du konntest hier einfach deine einzelnen Picks setzen, also runterziehen und hast dann, wenn du x Picks richtig gemacht hast, einen Token bekommen und bist zur nächsten Stage übergegangen. Aber dieser Übergang kam sowieso immer. Aber du hast nur dann einen Token bekommen und deine Medaille verändert oder verbessert, wenn du hier richtig gelegen hast. Du musstest in dem Fall 5 richtige Picks haben. Man denkt sich jetzt vielleicht erst gar nicht so schwer, aber letztes Jahr war insane. Die Coin, die man dann damit verbessert, kann ich euch auch geschwind zeigen. Zum Beispiel die von letztem Jahr. Hä? Warum ist 22 da oben und 23? Ah, gut, vielleicht weil sie Silber ist, aber die ist auch Gold. Egal, die sieht dann so aus. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr bei der Paris-Geschichte nur Silber bekommen, weil es war halt wirklich absolut wild. Hier übrigens auch in CS2 lecker. Oh, Gold sieht dann natürlich noch ein bisschen cooler aus. Dieses Jahr möchte ich dann auch gerne auf, ich glaube, ich bin noch nie besser als Gold gewesen. Es gibt dann halt noch irgendwie, hier die Diamond Coin. Leider habe ich so eine coole Diamond Coin noch nicht. Es hat bis jetzt dann immer nur wenn für Gold gereicht. Aber das wird sich dieses Jahr ja hoffentlich ändern, euch. Die Tokens, die ihr bei der ganzen Sache verdient, könnt ihr dann für Souvenirkisten ausgeben. Ich habe jetzt zum Beispiel noch 2 von 23 rumliegen und noch eine von 21 hier unten rumliegen. Und das Besondere an diesen Souvenirpaketen ist halt, dass man die kostenlos öffnen kann. Also dafür braucht ihr dann auch keine Schlüssel oder irgendwas. Ihr zahlt aber auch für den Pass, um bei der Pick'em-Challenge mitzumachen. Letztes Jahr hat der Pass 9,49 € oder so gekostet. Man konnte aber auch 16,99 € zahlen und hatte dann bereits 3 Token mit dabei, die man dann ganz fest, also zu 100% eben hat und für solche Kisten ausgeben kann. Und wie ihr hier seht, habt ihr halt hier solchen Souvenir-Kruschel drin. Wenn ihr sowas natürlich zieht, dann ist Banger. Aber meistens wird es dann doch eher sowas hier. God, please, no! Ich lasse nochmal kurz in die 23er rein. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch rumliegen habe. Das habe ich halt einfach, einfach noch nicht geöffnet. Ich erinnere mich auch, dass ich die hier ganz spät eingelöst habe. Es geht zum Glück noch eine ganze Weile danach. Ihr habt diese Tokens halt liegen und könnt, auch wenn das Major schon lange vorbei ist, diese Tokens halt immer noch einsetzen, um euch was rauszuholen. Dabei könnt ihr dann auch auf eine gewisse Map setzen, also auf ein gewisses Spiel. Ich habe mir jetzt zum Beispiel einmal mit einem Token ein Overpass-Souvenir-Package geholt und mit dem anderen Token ein Nuke-Souvenir-Package. Die anderen Sachen sind schon weg, also die habe ich schon geöffnet, die sind fort. Ja, und das wäre es dann schon wieder. Ich weiß, recht kurzes Video, ich wollte euch einfach mal fragen, wie es halt aussieht mit diesen Pick'em-Challenges, weil es ja zu CS2 so viele neue Mitspieler eben gibt und viele davon auch logischerweise dann noch nie eine Operation kennengelernt haben. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, um zu zeigen, was ist überhaupt eine Operation, was konnte man in der Vergangenheit immer machen, was wird auf uns zukommen irgendwann dann. Der gleiche Gedanke ging dann eben in Richtung Major und Pick'em-Challenge, weil das ist ja ganz festgelegt, nächsten Monat bereits soweit. Und da wollte ich mal reinlauschen, wer hier von den Bubblern überhaupt schon mal mit dabei war und wer nicht. Ich werde mich wieder mit 1, 2, 3 Leuten, die sich sehr gut auskennen, mit den Teams zusammensetzen und meine Pick'ems mit ihnen zusammen machen und euch dann jedes Mal ganz schnell, wenn die neue Stage kommt, ein Video machen. Damit ihr seht, was habe ich gepickt mit dem, ich sag mal, Profi-Wissen. Ich habe dafür in der Community einige Leute, die eben sich die ganzen Spiele anschauen, die Teams kennen und so weiter und darum auch recht gute Predictions machen können. Das waren bis jetzt auch immer die Gründe, weswegen ich dann mitunter auch mal mit einer Goldmünze nach Hause gegangen bin. Letztes Mal, wie gesagt, Silber, aber das war insane. Also ich habe, glaube ich, vorhin bei der minimalen Vorbereitung für das Video, also 2 Minuten oder so, habe ich unter anderem auch gelesen, dass unter 1% letztes Jahr die Diamond Coin bekommen haben. Also es war letztes Jahr wirklich wild. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und werde mir ganz klar auch wieder den Pass holen und wahrscheinlich auch wieder 3 Tokens dazu. Und weil ihr so extrem fleißig am Kommentieren seid, werden wir die ganze Sache natürlich auch wieder mit einem Giveaway belegen. Und zwar gibt es, ich suche kurz noch was raus, wir haben ganz, 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 ganz viele tolle Sachen von euch bekommen, also in den Streams von meinen Zuschauern, das ist insane. Ihr macht mir das möglich, so diese Giveaways halt einfach machen zu können. Vielen, vielen Dank dafür. Ich frage euch dazu auch noch kurz was. Wollt ihr hier in den Giveaways auch Sticker-Kapseln haben? Die könnt ihr dann kostenlos aufmachen. Ich habe hier letztens Sticker-Kapseln bekommen vom Paris 2023. Seid denn sowas auch interessiert? Weil die kann man, wie gesagt, kostenlos aufmachen. Schreibt es bitte noch einfach dazu in die Kommentare. Und jetzt klöppeln wir euch was Leckeres raus. Von Tuki haben wir hier noch was. Genau, guck mal, das machen wir jetzt einfach mal. Von Tuki haben wir eine richtig schöne AK-47 Slay. Tuki, vielen, vielen Dank an dich. Die gewinnt ihr, wie gesagt, ganz einfach, wenn ihr in euren Kommentar hinzufügt oder schreibt eben, ob ihr schon mal bei diesen Pick'em-Dingern mitgemacht habt oder ob ihr jetzt das erste Mal mit dabei sein werdet und so weiter und so fort. So irgendwie in die Richtung kann man mitmachen. Leckere AK-47 Slate für euch mit diversen... Guck mal, der Steven 2K. Strui hat ja auch unterschrieben. So,
Simple Pimple natürlich auch klar. Ja, das war's dann. Da würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch im nächsten Video. Da kommt dann wieder ein Top-10-Video. Und am Freitag gucke ich mal, dass ich den Skinbaron-Merch rauspacke. Ich habe ganz viel Merch für euch, das ihr gewinnen könnt, das ich euch dann auch schicke. Also die, die mir halt dann ihre Adresse oder ein Postfach oder irgendwas schicken, wo ich das hinschicken kann. Einen ganzen Koffer, wollte ich sagen. Einen ganzen Karton voll bekommen. Und das liegt jetzt auch schon seit 2 Monaten hier. Und jetzt müssen wir langsam mal ran. Also es kommt dann vielleicht am Freitag oder am Wochenende. Falls bis Freitag irgendwie contentmäßig oder halt irgendwie update-mäßig was kommt. Denn ich habe gestern oder vorgestern von einer meiner Mods gesagt bekommen, er hätte über diverse Twitter-User, die so in die Richtung gehen, aufdecken und wow, da kommt vielleicht was. Da wäre wohl angekündigt, dass diese Woche irgendwas kommt. Also halt zumindest irgendein Update. Das heißt, vielleicht bin ich freitags dann mit einem Update beschäftigt. Aber ich denke, dann spätestens am Samstag, Sonntag mache ich die Merch-Sache auch dann langsam mal ready, weil ich hier auf YouTube dann ein bisschen Merch für euch verschenken möchte. Und dann auch auf Twitch natürlich den Großteil. Ich streame übrigens 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da zocke ich immer mit euch zusammen rein und dort gibt es auch die richtig, richtig dicken Skin-Giveaways. Also, let's go. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram.